Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier einen LKW mit Tieflader hier vorstellen. Ja, ein bisschen den Kolob-Druck. Hoffentlich stimmt das auch. Ja, also kosten nur 121.000 Euro und 6.171 Leasing. Ja, wir haben so ein Militärfahrzeug, wie wir hier sehen. 80 km/h sollte schnell sein, 880 Liter Tank und wir haben hier eine Leistung von 620 PS, entsprechend hier 456 kW. Leider kann man hier nichts dran ändern und wir haben jetzt hier unseren passenden Tieflader, der kostet nur 12.000 Euro und 612 Leasing. Wir haben hier oben auch unser Reserverad hier drin hängen. Ja, das war's soweit das her und ich habe ihn schon mal gekauft, hier auch mal hier den kleinen MB-Truck mal drauf getan und wie wir sehen hier mit Spanngurte gesichert, der hat hier mehrere Spanngurte. Aber ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt erstmal hier unseren LKW mal von innen drin an, so sieht er mal aus. Spieglein hier vorhanden mit Funktion, wir starten einfach mal hier die Hütte. Wir sehen hier Armatur animiert, Drehzahlmesser, Taro, ja. Pedale, ja, auch hier, sogar hier das Kupplungspedal hier geht hier auch, wie man hier sieht, so ganz leicht. Seitlich ab und zu mal sieht man es leicht, wie man jetzt sieht man es wieder. Jetzt verschwindet es wieder. So. Das Horn ist so leise, das schalte ich jetzt mal den Motor nochmal aus. Ja, funktioniert das Horn, aber sehr leise. So, jetzt testen wir gleich hier vorne mal unsere Kupplung hier hinten. Die, also nicht vorne, sondern hintere Kupplung. So, wie wir sehen, hier funktioniert. Reifenspuren, wie wir sehen, macht er. Rückfahrwarnton hat er auch. Ja, also war ein bisschen weit drüben hier, aber wie man sehen, ist doch alles ganz geblieben. Nein, den nimmt er nicht. So, nehmen wir mal an. Klappen hier unsere Rampe mal zu. Dann sehen wir jetzt hier die ganzen Spanngurte, was wir haben zur Verfügung. Also 4 Stück an der Zahl. Schalten wir einmal das Licht an und gehen mal jetzt auch gleich in die Nachtschicht natürlich rein. Sieht schon mal so her aus. Sehen wir hier Blinker. Funktioniert mit Schein. Jetzt hier mit Nummer 6, Nummer 5. Nehmen wir mal die Innensicht rein. Jetzt sehen wir hier die Kontrolllampe mit Nummer 6, Nummer 5. Warnblinker. Linker links, linker rechts. Sehen wir hier auch so einzeln. So, wieder ein Tagesprogramm natürlich wieder über. So, fahren wir mal mit denen eine kleine Runde. Ja, ist schon ziemlich groß, das ganze Teil. Wir haben ja ein Vierachse, also vorne zwei Lenken und also hinten normale zwei, ja. Wie man sieht hier, also kleine Karten ist so oder eckiges Gelände oder sowas, ist dann nicht gerade so, dass man dann nachher um die gerade Kurve kommt. Ah, jetzt hänge ich schon wieder fest an der Kollision. Ja, also man hat da schon seine Probleme dann. Ja, jede Menge Schlamm, wie man hier sehen. Aber ich denke mal, das ist doch ideal, finde ich,
dass man nachher sieht, also wenn man sich den runterlädt, wenn man dann jetzt eine Karte spielt, wo hier auch ein bisschen problematisch ist. Ja, also jetzt sieht man, dann wird man sogar von der KI über den Haufen geschossen. Der fährt einfach weiter, obwohl er sieht, dass ich noch nicht mal hier fertig bin. Hier, Wahnsinn. Ja, ja. Also, der hat's aber eilig mit seinem Drecker. Ja, also. Jetzt können wir ja wieder nach vorne schauen. Sehen wir jetzt überhaupt, wie breit hier eigentlich hier der ist. Wenn ich jetzt hier im Baum hängen bleibe. 83 km/h haben wir jetzt drauf. Ja, 80 sollte ja fahren. Laut Händler natürlich. Ja, wir biegen jetzt da natürlich ab. Und Umleuchten, wie wir mal gesehen haben, funktionieren. Und ich bleibe schon wieder irgendwo hängen. Aber frage mich jetzt nicht wo. Achso, das ist hinten die 60er-Beschränkung. Ah, habe ich gar nicht gesehen. Ja, das ist ja ein bisschen blöde, also wenn da die Kollisionen drin sind, aber besser als wenn sie da unten umfallen. Ja. Ich finde jedenfalls schon mal sehr interessant. Und jetzt schalten wir mal die Hütte mal aus. Schauen uns nochmal von außen an. Wir sehen jetzt, der ist ganz schön schmutzig geworden. Es sieht schon mal sehr interessant aus hier mit den Achsen. Ja, da wäre noch ideal. Ja, fahren wir bei uns noch schnell aufs Testgelände natürlich rauf. Und mal schauen, wie das Ganze natürlich hier damit ausschaut. So, Gas geben. Ja, ich habe jetzt versucht, das Gaspedal noch durchzutreten. Wow, die Kollision. Haha, habt ihr gesehen? Und die nächste Kollision, oder? Ah, na, jetzt gang's. Die Leitungen haben alle Kollision. Bleib sogar mit dem Drescher dran hängen. So. Hängen wir mal ab. Wir fahren jetzt einfach mal so rein. Sehen wir jetzt hier die Achsen, wie die schön arbeiten. Da hinten haben wir so einen Windendrahen. Sieht beinahe, würde ich mal beinahe sagen, so aus wie jetzt hier in Goldrausch Alaska, was der der Tony Bates hat, aber da vorne ist die Haube ist anders da, glaube ich, oder? Oder hat er auch so eine Haube? Ne, der Haube ist anders da. Das ist ein Mark, was der hat, genau, der Tony Bates. Ja. So. Wann hängt er jetzt da? Ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt als nächstes hier natürlich uns die Spiellok natürlich an. Also Spiellok, wie wir sehen, hier unser LKW hier ist fehlerfrei. Danach habe ich meinen typischen Info, wo es mit dem HTTP-Code 0. Und das war es da eigentlich soweit. Ich finde schon mal das sehr interessant. Man kann hier beispielsweise hier auch also Maschinen rauffahren. Mit drei also drei Räder haben, also vorne Beispiel ja zwei und hinten so ein schmales Bandlaufwerk oder sowas wie eine Krimme oder sowas, was ihr wisst ja aus dem 13er noch oder so. Naja, sowas halt oder andere Gerätschaften, was so sind, aber das finde ich optimal so, ja. Tja. Ich hoffe, euch hat natürlich hier das Video gefallen. Wenn ja, dann schaut es wieder rein. Lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Franz. Ciao, ciao.